Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Udiana, ich grüße dich. Deine Frage ist, wie sollst du mit ihm umgehen? Er sagt dir immer wieder, dass er dich liebt und habt ihr eine Zukunft, was ich auch glaube. Aber er verhält sich sehr geheimnisvoll oder er hat seine Geheimnisse und es ist schwierig für dich, damit umzugehen. Was könntest du verbessern? Kannst du auf ihn vertrauen? Wie ist die Zukunft? Das schauen wir an bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft für dich. Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit. Zweisamkeit. Es gibt keine dritte Person. 2 bedeutet auch manchmal Zweifel. Und ihr sollt diese Zweifel überwinden. Das zeigt auch die Schwerten. Schwert symbolisiert auch Trennen von Angst oder Zweifel. So wie Erzengel Michael trennt auch mit seinem Lichtschwert die Angst. Also diesen Gefühlen wie Angst und Zweifel überwinden, in Vertrauen bleiben, weil das ist für euch beide wie eine Art Befreiung, weil hier entsteht die Luftelement und das ist die Leichtigkeit, endlich aufatmen und bedeutet auch einen gewissen Freiraum und das dehnt sich auch aus. Und das heißt nicht, dass du frei sein sollst oder er. Schau mal, das Bild zeigt auch dieses Treffen oder Entgegenkommen, sondern befreit zu sein von allem, was bedrückt. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Er kommt immer wieder mit diesem Geschenk. Natürlich kann das auch ein Geschenk sein oder eine Überraschung, aber bedeutet auch seinen Gefühlen. Das ist wie ein Geschenk für dich. Er kommt immer wieder und immer wieder. Und das ist sein Zuhause. Er betrachtet das seine Zuhause. Und wenn das so ist, dann bist du auch seine Frau. Und er kehrt immer wieder zu dir zurück. Und so sollst du dich auch fühlen. Und wink zu ihm zu und freu dich, wenn er kommt. Und er kommt immer wieder. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt dieses Bild. Diese Taube bedeutet Frieden, aber auch Freiheit. Befreie dich von allem, was dich bedrückt, von Gedanken oder Ängsten. All das, was in Kopfkino ist, trübe Gedanken oder Gefühlen wie Angst und Zweifel. Fühl dich frei. Und wie kannst du diese Situation einschätzen? Denk darüber so nach. Er arbeitet. Er ist gerade in Arbeit und er kommt nach Hause. So sollst du seine Situation betrachten. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt hier dieses Bild. Er öffnet sich immer wieder diese Tür zu dir. Das heißt, er kommt immer wieder nach Hause. Und er möchte aber auch neue Türen öffnen, beruflich, weil er möchte um die Finanzen kümmern. Und er will um dich auch sorgen. Sein Gegenwart zeigt dieses Bild. Bei ihm kommen die Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie an die Kindheit, Gedanken über Großeltern, wie hier vorgelesen wird, wie ein Märchenbuch und das, was er auch wünscht, ein Zuhause zu haben,
angekommen zu sein, so wie das er erlebt hat bei Oma. Das entspricht seine Sehnsüchte, seine Wünsche und gerade auch seinen Erinnerungen. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Das kann eine dunkelhaarige Frau sein, wo ein Einfluss hat auf sein Leben. Aber das ist nicht schön oder angenehm. Das entsteht hier eher dieses Gefühl, dass er Angst hat vor dieser Frau und versucht, davon verabschieden. Was liegt bei ihm im Verborgenen? Das zeigt hier dieser Superstar. Entweder hat dieses Bedürfnis, dass er bewundert wird wie ein Superstar, oder winkt hier zu den Leuten und verabschiedet von diesen Kontakten. Und das würde ich sagen. Das heißt, genießt diese Treffen mit ihm ohne Angst, ohne Zweifel. Er wünscht sich ein Zuhause, so wie bei Oma das war. Das ist seine Sehnsüchte, das sind seine Wünsche. Er kommt immer wieder, weil du bist seine Frau und das ist sein Zuhause. Und denk darüber nach, wie wenn er in Arbeit wäre und dann kommt wieder. Und er sucht Chancen, Möglichkeiten, eine neue Tür zu öffnen. Und das ist die berufliche Situation, weil er möchte die Finanzen in Ordnung zu bringen. Er flüchtet von einer Person und es kann eine Dame sein mit dunklen Haaren. Und diese Bewunderung war ihm wichtig, im Mittelpunkt zu sein, wie toll er ist, aber er verabschiedet, er winkt, also liegt der Abschied da. Es ist nicht mehr so wichtig für ihn wie früher. Diese Karte hat auch eine Bedeutung und das heißt eine Überraschung. Er wird dich überraschen. Kommt auch mit einem Geschenk oder einer Einladung, eine Überraschung. Liebe Udiana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.